Jo, dann gucken wir, wie wir da runterkommen. Also da scheint ein Vorsprung zu sein, aber ich nehme an, dass es irgendwo auch einen regulären Weg dahin gibt. Was haben wir denn hier? Ein Buch über Astronomie mitten in der Mine. Na gut. Okay, runter da. Hops. Da wäre noch ein Stieg. Hier ging es auch. Ja, das passt schon. Da hat uns einer gesehen. Haben uns zwei gesehen. Das ist nicht gut. Schnell, ganz schnell umringen. Komm schon. Komm, 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 komm. So. Und die Platten schön für Wolf mitnehmen. So war es das schon. Ah, da sieht man wieder nichts. Nächste Fackel. Oh, das ist Minecrawler. Und da scheint es irgendwo hoch zu gehen. Jetzt hier auch hoch? Nee. Da kommen wir her. Da könnten wir wohl auch zurück. Also geht's nur da weiter. Na, der wird uns gleich runterschubsen. Das sehe ich jetzt schon kommen. Vor ein Heiltrank. So, noch ein. Und noch ein. So. Au, 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 au. Ja, auf so einem engen Sims war das keine gute Idee. Zähe Biester. So, gleich wieder ein Heiltrank. Und noch ein. Und noch ein. So, was hat das Ding jetzt bewacht? Gar nichts. Ah, doch, da geht's noch höher. Wir sollten gleich mal wieder eine Fackel rausholen. Ah, da ist noch ein ganz neuer Gang. Schick, schick. Also ja, eigentlich sollten wir jetzt mit dem Ulumulu zu Xardas gehen, aber wo wir schon mal hier sind, können wir gleich noch jede Menge Platten abholen, damit wir auch unsere Rüstung mal bekommen. Das wäre jetzt albern, wenn wir jetzt zu Wolf gehen, sagen, wir hätten gerne die Rüstung und dann fehlt wieder nur eine Platte oder so. Die kommen auch wieder mit. Aber sind doch wesentlich mehr, als ich gedacht hätte. Und hier geht's wieder hoch. Das sieht ja aus wie ein Hauptteil der Mine. Waren wir hier schon mal? Gorn, was machst du denn hier? Okay, ist ja nett, dass du uns helfen willst, aber es ist ein wenig zu spät. Sind wir hier etwa direkt am Anfang? Das wäre ja albern. Aber es sieht schon so aus, ne? Über die Brücke sind wir rübergestürmt. Links und rechts waren die Armbrustschützen. Ja. Okay, wir hätten also einfach nur hier runter gemusst. Aber der andere Weg war ja auch ganz interessant. So, hier hoch. Dann haben wir wenigstens keinen langen Weg. Auch wenn wir uns trotzdem zu den Wassermagiern teleportieren werden. Denn es ist immer noch ein Ticken schneller. So, wo ist unsere Rune? Da ist unsere Rune. Kein Mana. Na, davon haben wir auch noch genug Tränke. Und hin da. Gorn darf laufen. Will er hier drin nicht? Na gut, dann müssen wir halt erstmal raus. Raus war. Da. Oh, wir sind gar nicht direkt beim Eingang, wir sind irgendwo anders. Oder war auf der Seite der Eingang? Ah, gucken wir mal. Ja, doch, sieht gut aus, geht schön steil hoch. Ja.
können wir uns hier gleich einen zweiminütigen Weg ersparen durch den Zauber. Aber jede Minute zählt. Eine interessante Ork-Standarte, die du da hast. Stammt sie von dem befreiten Ork-Sklaven in der Mine? Es ist ein orkisches Symbol für Freundschaft. Ich will damit die Stadt der Orks betreten. Ich hoffe für dich, die Orks respektieren dieses Etwas. Ja, das hoffe ich auch. Bis später. So, jetzt aber. Also. Das heißt, wir huschen jetzt schnell zu Wolf, gucken, ob die Platten reichen und danach machen wir uns auf dem direktesten Weg zu Xardas, der dann hoffentlich noch ein paar Hinweise für uns hat. So, hier runter und Wolf war rechts rum am Rand irgendwo. So, da drüben beim Lagerfeuer müsste er sein. Ah, jo, schaut gut aus. Wirklich viel rum kommt er ja eh nicht. Ich habe jede Menge dieser Minecrawler-Panzerplatten eingesammelt. Fantastisch. Ich werde mich gleich an die Arbeit machen. Wie lange wirst du dafür brauchen? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Das ist eine komplette Neuentwicklung, Mann. Schau einfach ab und zu bei mir rein, wenn du in der Nähe bist. Na gut. Behalten wir ihn im Hinterkopf. Und jetzt geht's zu Xardas. Da haben wir auch praktischerweise eine Rune für. Nur brauchen wir dafür auch mal wieder einen Mana-Trank. So. Ah, ich höre schon wieder irgendwelche Flügel schlagen. Aber das wird Xardas Haustier unten sein. Da müssen wir gleich mal gucken, wo genau wir jetzt mit dem Ulumulu hin müssen. Also in die Orkstadt? Ja, aber wo ist die Orkstadt? Vielleicht in dieser Palisade, wo wir schon mal waren. Aber fragen wir ihn einfach. Ich suche... Er hat nur neue Zauber im Angebot, aber wirklich einen Tipp hat er nicht für uns. Das ist jetzt komisch. Haben wir uns da schon was aufgeschrieben? Stattdessen verlangt er von mir, einen Weg in den unterirdischen Schläfertempel zu finden. Ja, nur wo ist der unterirdische Schläfertempel? Na gut, dann werden wir wohl zu dem Ork-Schaman zurück müssen. Vielleicht hat er dann was Genaueres für uns. Und wenn der das nicht hat, dann müssen wir halt auf eigene Faust suchen. Wobei die Palisade ein echt guter Startpunkt wäre. Denn sonst waren wir ja schon fast überall innerhalb der Barriere. So, aber erstmal ein bisschen Heilung. Und er war, wo war denn? Vom alten Lager aus auf den Berg rauf. Das heißt, was sagt die Karte? Die Karte sagt, ich verstecke mich. Da. Das heißt, Sumpflager wäre das nächste. Na gut. Dann halt die Sumpflager. Ruhen raus. Zack. Und dann wäre gleich erstmal ein Geschwindigkeitstrank geschluckt. Denn die Strecke ist ja doch recht ordentlich. Also in der Richtung müsste der Ausgang sein. Schluck. Und auf E. Das heißt, wir gehen jetzt auf direktem Wege Richtung altes Lager. Und halten uns dann scharf links, sobald wir den Berg sehen. Da müssen wir dann wieder hochkraxeln. Und hoffentlich ist der Ork überhaupt noch da und wurde nicht von seinen Kollegen inzwischen niedergeschlagen. Denn wenn die Orks ihn einmal gefunden haben, werden sie es auch wieder tun. Und letztes Mal kam er ja nur zurecht, weil wir zur Unterstützung gekommen sind. Alleine, angeschlagen wie er ist jetzt, könnte er echt Probleme bekommen. Aber gut.
Wo könnte die Orkstadt noch sein? Also vielleicht gibt es ja unten im Ork-Friedhof noch irgendwo einen Zugang, den wir nicht kennen. Sonst hatten wir irgendwo in den Gebirgen noch eine Orkstätte gefunden. Das ist aber schon eine ganze Weile her. Das sah wie so eine Art Arena aus. Da könnten wir uns auch nochmal umsehen. Sonst fällt mir so nicht wirklich was ein. Aber hatte uns Xardas nicht schon irgendeinen Hinweis gegeben, wo das ist? So lange ist das ja dann auch wieder nicht her. Na gut, hoffen wir das Beste. Mit etwas Glück sagt uns der Ork genau, wo wir hin müssen. Und wenn nicht, dann geht's halt zur Palisade. Die war Richtung Xardas Turm. Da, wo wir auch den Feuerwaran getötet hatten. Oder die Feuerwarane. Da war diese kleine Ork-Ansammlung, die um das Feuer rumgetanzt sind. Und da war die Kurbel mit dem riesigen Tor. Also eigentlich schon fast hier in der Ecke, wo wir gerade sind. Ein bisschen weiter noch. Ne, das war ja gerade der Feuermagierturm. Da wollen wir gar nicht hin. Naja, erstmal jetzt zum Ork. Nein, erstmal ein neuer Geschwindigkeitstrank. So. Diesmal klettern die wir wenigstens nicht im Dunkeln hoch. Das ist schon mal wesentlich entspannter. Ups. Trotzdem gefährlich. So, und jetzt müssten wir eigentlich schon gleich die Ruine sehen. Und da. Diesmal hören wir keinen Kampfschrei. Keine Klinge auf Klinge, das ist schon mal gut. So, wo treibst du dich rum? Oh oh. Er ist nicht da. Das ist jetzt gar nicht gut. Selbst wenn er uns nicht hätte sagen können, wo genau wir hin sollen, er ist ja trotzdem ein Verbündeter. Oh. Wow, da unten ist ein Steingolem. War das Loch schon vorher da? Ich denke nicht. Vielleicht ist der Schamane da irgendwie reingestürzt. Oh, na gut, Hammer raus. Da ist unser Götterhammer. Speichern wir kurz ab. Versuchen, den so schnell es geht zu überrumpeln. Ja, genau dich. Oh, der hält schon mehr aus als seine Kollegen. Aber das klappt doch ganz gut. So, es gibt nur einen Gang. Und hier ist nichts. Oh, ah doch, es ist ein Schalter. Klick. Ha. Was zum Teufel ist das? Können wir von hier aus jetzt den Schalter nochmal drücken? Ne, da müssen wir runter. Und hier unten ist sonst wirklich nichts. Da sind noch zwei Tränke. Oh, doch, da ist noch ein Schalter. Da fährt jetzt noch was runter. Vielleicht können wir da ja wenigstens rauf. Das sieht schon mal ein bisschen gerade aus als die andere Säule. Okay, da können wir schon mal rauf. Und oh, jetzt fährt das Ding von alleine hoch. Okay. Ja, so eine Steinkonstruktion sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Nochmal runter. Und dann sollten wir ein bisschen festeren Stand da haben, sonst rutschen wir wieder ab. So.
Das mittlere Ding fährt rein. Das heißt, darauf sollten wir uns nicht stellen, sondern hier auf dem äußeren Ring bleiben. So. Genau hier. Aber jetzt fährt das nicht hoch, doch. Na also. Und einfach gucken, wo uns das hinbringt. So weit, so gut. Ah, das ist einfach nur ein Weg nach oben. Weil von, wenn wir uns da oben raufgestellt hätten, dann würden wir auch nirgendwo rankommen, wo wir nicht jetzt auch schon rankommen. Komisch, komisch. Und wirklich weiterbringen tut uns das auch nichts. Also, ich hätte gedacht, dass der Schamane da unten irgendwo verletzt liegt, aber das ist jetzt einfach nur Zeitverschwendung. Na gut, speichern wir erstmal ab. Und dann gucken wir uns danach nahe dieser Palisade mal um.